Gut, wir beginnen mit Darion. Darion, wo möchtest du hin und mit wem oder alleine? Nun, ich sagte ja, ich werde dann Goldhan mitnehmen. Ich lasse mir doch keine Gelegenheit entgehen, mit Darion durch dunkle Gassen zu streifen. Na, ganz so dunkel soll es ja nicht werden. Wir wollen vor allem den Markt erkunden, was denn hier für einen Markt gibt, wer Zeug verkauft, und dafür nehmen wir dann halt das Knochenblei mit, das war das Narrenglas Nun, und ja, die dämonischen Münzen, die wir haben. vermutlich nur eine kleine Probe von jeweils beidem, damit wir nicht irgendwie kistenweise Metall mit uns rumschleppen. Ja, genau. Ich denke ja nicht, dass das. In welcher Form ist dann das Metall? Ist das so wirklich halt große Barren Barren. oder eher Ja, kleinere? Barren zu 500 Gramm, also ein halber Stein. Und das Narrenglas? Ist das gerieben? Sind das. Das sind Splitter, Spiegelscherben, die wohl alle in einer Kiste liegen und ja, zertrümmert. Also so ein großer Spiegel, wo man den ganzen Körper betrachten könnte. Dann stecke ich halt also einen Barren ein und schlage ein so eine Scherbe in ein Tuch rein und versuche nicht hineinzusehen. Ja, funkelt fast wie Zars Regenbogen, wenn du hineinblickst oder versuchst, es eben zu ignorieren, aber fast von einer dämonischen Präsenz, die dich da hinziehen möchte. Ein eigenes Spiegelbild mal in einem Narrenglas erblicken, das wäre doch was. Ja, und dann natürlich ein paar Münzen von dem dämonischen Zeug mitnehmen. Ja, wenn ihr nach draußen auf die Straße tretet, gemeinsam mit eurer kleinen Tasche, könnt ihr dann verschiedene Leute erkennen, die dann hier ihre Dinge präsentieren. Tatsächlich auch jemand, der dann sowas wie Teriyak verkauft, also echtes Sumo-Blut wohl. Ob das tatsächlich dann das grüne Gold ist oder was anderes. Atanax, Bernsteine, die hier verkauft werden, Obsidian, Pelze, Walbein. Auch Walfleisch, was dann hier verkauft wird. Andere Werber könnt ihr hier tatsächlich erkennen, also Personen, Grabräuber, die dann hier ihre mumifizierten Leichen dann verschachern können, Reliquien von anderen Kulten, also irgendwelche zertretenen Bohrensräder, die dann hier verkauft werden oder angekauft werden, sauber abgetrennte Körperteile, die dann hier für Instandhaltung oder für andere Modelle dann aufgewertet werden können, wenn du dann irgendwie weiß ich nicht, einen Ogerarm oder sowas dran gebaut haben möchtest, dann wäre das hier eben auch möglich. Könnt ihr euch so ein bisschen dann über diesen Marktplatz dann hindurch handeln, hangeln. Könnt dann auch wohl irgendwelche ja, Gebeine von Bailunker Sonnenjüngern erkennen. Alhanische Gruftwächter. Als Anhänger von Glorania sind wir ja nicht unbedingt interessiert an nekromantischem Zeug. Ansonsten irgendwelche Werber der Drachengarde, die dann damit werben, dass man, wenn man noch lebt, immer auch noch Gold verdienen kann oder sollt. Das ist dann nämlich als Untoter, das ist natürlich dann nicht mehr möglich. Da dient man dann umsonst. Ja, da brauchst du auch kein Geld mehr wohl. Ja, aber halt interessant wäre, ob wirklich jemand noch weitere Teile von diesem Drachen verkauft. Würfel mal auf Gassenwissen plus 3. Ich blicke mich derweil immer nach Ankäufern um. Also irgendwelche Leute, die speziell anpreisen, dass sie solche Dinge ankaufen. Ja, also wenn du möchtest, kannst du dann auch Händler finden, die dann Knochenblei oder sowas abnehmen. Also Drachenzähne werden hier wohl vor allem verkauft, aber ich glaube, der Rest von diesen Frostwürmern wirst du hier auf dem Marktplatz nicht finden. Das ist tatsächlich dann eine einzigartige Ware und die Schuppen selbst habt ihr wohl nicht mitgenommen, aber du bist der Meinung, dass du hier sicherlich sehr gut auch ankaufen könntest. Gerade wenn du dich so ein bisschen bei den Händlern herumfragst. Schuppen sind recht rar und generell drachische Überbleibsel sind recht selten. Das liegt nicht so sehr daran, dass Rassasur das verboten hat, sondern vor allem daran, dass viel durch diese Würmer dann zerfressen wird. Du denkst doch einmal zurück an die Begebenheiten und auch an das Gesicht von Abelmir, der ja selbst davon betroffen war. Du hast dann auch von dem guten Freund Iolaos gehört, der wohl auch an dieser Krankheit dann geforscht hat und der dann ein Gegenmittel gemeinsam mit Apep entwickelt hat. Du selber hast dich damit noch nicht so viel befasst, aber diese drachische Krankheit zerfrisst dann wohl auch Schuppen. Das ist wohl eher der Grund, dass es hier wenig Drachenartefakte gibt. Na, ja, das ist natürlich problematischer.
Und Goldhand, hast du etwas gefunden, was dich interessiert? Nun, die Herren hier drüben scheinen wohl unsere, wie nennen wir es, alchemistischen Begleitprodukte ankaufen zu können. Wenn ihr keinen Plan mehr habt, sollten wir wohl mit ihnen in Verhandlung treten, um es in, sagen wir, flüssige Geldmittel umzuwandeln. Also gut, ich würde die Zähne noch kaufen, ansonsten ja, den Rest verscherbeln. Vielleicht nicht sofort. Nicht alles auf einmal, auf jeden Fall. Also die Abschätzung, die Kiaras bzw. Darion dann bekommen kann, ist, dass wenn du die Schuppen, also wenn du all das absetzt, was du bekommen hast, dann bist du so bei ganz grob 2000 Dukaten. Ne, die Schuppen wollen wir behalten, aber das Blei und das Glas wollen wir weg. Ja. Also wenn du die Schuppen behältst, dann bist du so ganz grob bei 1200 Dukaten, wenn du dann noch Zähne kaufst, bist du bei 1000 Dukaten. So ganz grob, das ist der Preis, den du da bekommen kannst. Wenn wir das ganze Glas umsetzen? Das Glas, da bist du so bei, du würdest sagen, 800 Dukaten. Okay, dann setzen wir das Glas um und behalten das Metall, glaube ich, erstmal. Raffin! Kriegen wir einen Bonus dafür, wenn wir es in einem Stück an einen verkaufen? Nee, also, das ist egal. Das sind Spiegelscherben. Also mit dem Knochenblei kann ich noch umgehen, aber dieses Glas möchte ich eigentlich nicht behalten, ganz ehrlich. Ja gut, das Knochenblei muss eigentlich auch weg, also... Ja, aber mit dem Knochenblei selbst, das ist ein Wertmetall, damit können wir noch als Zahlungsmittel agieren, aber das Glas stelle ich mir schwierig vor. Ja gut, dann schreibt ihr das auf, die... 800 okay, Dukaten also, für die dann Kasse. Haben wir habt ihr noch 600 Dukaten und haben wir 200 ausgegeben für die Zähne. Ja. Auf ihm! Ja, ich schlag Ring an und dann würde ich mich mal in den alten Runra-Tempel wagen. Mhm. Alleine oder mit jemandem? Die anderen sind, glaube ich, alle woanders unterwegs. Sei denn Isarun möchte mich hier begleiten. Ich möchte nicht, aber ich kann verstehen, dass das nicht unbedingt allein gemacht werden soll. Also, wenn du möchtest, komme ich mit. Nee, wo du willst die Goblins angucken? Nee, dann hast du was anderes zu tun. Nee, geh ich alleine hin. Gut. Kein Geiz. Ja, du kannst tatsächlich erkennen, wenn du dich bist ja schon am Rondra-Tempel vorbeigekommen, kannst dann das Bordell zu Rondras Sitzen betreten. Überall kannst du dann noch, es sind tatsächlich nur noch die Reste von Statuen erkennen. Also Rondra wurde dann Kopf abgeschlagen, die Arme wurden abgeschlagen, sodass dann nur noch der Torso zu erkennen ist. Verschiedene Vorhänge, alles ist irgendwie so ein bisschen rötlich angehaucht. Es ist ein klassisches Bordell, ziemlich abgewrannt. Ja, es ist nicht hochwertig, also nicht sowas, wie du dann in Gareth finden würdest. Es macht aber keinen guten Eindruck, weil die Hallen sehr hoch sind. Ne? Also wie gesagt, ihr ehemaliger Tempel hat mal wohl noch versucht, noch ein Zwischengebäude einzuzimmern. Und auch viele Treppen, die dann links und rechts noch nach oben in die Zwischengeschosse dann eingebaut werden. Überall kannst du Stöhnen hören von vor allem Soldaten und Soldatinnen, die sich da mit irgendwelchen Prostituierten vergnügen. Du kannst auch erkennen, wie man wohl Nekrophilie ausleben könnte, also dann mit Untoten schlafen könnte in verschiedenen Ausfertigungen. Aber ansonsten siehst du dann auch wohl, wie hier mitten in diesem Tempel in einer der Ecke ein großes Banner aufgestellt worden ist. Wieder wohl die Flagge in den Steinboden reingerammt worden ist und da dann mehrere Söldner ziemlich erschöpft in großen Sesseln flezen. Und du kannst dann auch wohl eine der Korgeweihtinnen erkennen, ja, die da auf einem der Ohrensessel sitzt und sich gerade mit jemand anderem unterhält. Die sieht tatsächlich mit ihren Tätowierungen, dem Chorspieß neben sich, sehr chorgefällig aus. Die Obristin des verlorenen Fähnleins. Koreaner, Todesschmieden, Bauernbrecherin. Brüder, Schwestern! Nur noch ein Grummeln von ihr. Steht doch mal auf, wenn ich... Sie nickt dir wohl zu. Was ist das für ein Benehmen? Sie nickt dir zu, die anderen erheben sich tatsächlich, nicken dir anerkennend zu, geben dir die Hand zum Kriegergruß. Während einer wohl gerade aufgestanden ist, mit dem sie sich gerade unterhalten hatte, bietet sie dir dann wohl seinen Platz an, während er gerade aufgestanden ist, sodass du dich dann zu ihr setzen kannst. Gibt sie dir dann im Sitzen die Hand. Ich dachte, diese Stadt würde nur langweilig werden, aber ich habe gehört, die Brüder und Schwestern sind vertreten. Ja, sicher. Woher kommt ihr? Al-Anfa. Al-Anfa. Die schönste Stadt der Welt.
Nun, Bruder, dann lasst mir euch einen Tipp geben, und zwar einen kostenlosen, aber sehr wertvollen. Ihr solltet so schnell wie möglich von hier wieder verschwinden. Wieso das? Das Gold ist gut, aber wenn man sich dem Rat widersetzt, dann locken sie dann doch mit schweren Druckmitteln. Sagt mir nicht, ihr seid eingeknickt. Sie scheucht einmal die anderen Söldner vom verlorenen Fähnlein weg, die sich dann auch trollen, aber nur auf X. Sie nickt ihr zu. Das nicht. Weder ich noch meine Leute. Dämonen packt ihrer duldig in meinen Reihen nicht. Auch dass wir drei Banner noch haben, die wir stetig aufgefüllt haben. Aber mein Haufen ist nicht das Problem, sondern dass ich hier gebunden bin. Wieso? Sephorica hat Haare und Fingernägel von mir, sowie Blut. Sollte ich die Stadt verlassen, gemeinsam mit meinem Banner, dann ist das zwar kein Vertragsbruch, aber ich weiß nicht genau, was Sephorica da mit mir macht. Wer ist denn Sephorica? Mitglied des Nekromantenrates, Morak die Sephorica, hat uns angeworben. Wohl einige Paraphernalien, die er braucht in seiner Villa. Aber solange er die hat, kann ich nicht gegen ihn aufbegehren. Ich bin mir nicht ganz sicher, was er dann mit uns tut. Das Gold ist gut. Sie bezahlen uns halt weiterhin, aber von hier gehen können wir nicht. Und das stimmt mich dann doch sehr, sehr ungnädig. Wie streng sind denn eure Auflagen? Habt ihr wenigstens noch was zu kämpfen? Aktuell wenig. Sitzt ihr hier nur auf euren Eiern und langweilt euch in den Tod? Wir stellen die Torwache. Es ist zwar etwas interessanter geworden, jetzt wo die ganzen Echsen dort oben herumlaufen, aber auch die, von irgendwelchen Ausfällen mal abgesehen, haben wir wenig zu tun. Ghule jagen ist noch das Einzige, was passiert. Pah. Feig. Das ist doch was für Feiglinge, für Bauernsöhne. Selbst die Beilunker haben ihre Ausfälle abgebrochen, nachdem sie zu sehr geschwächt sind. Die werben wir jetzt nur noch an. Stellt euch das vor, die ganzen Bauern, die dann in Beilung nichts mehr zu beißen haben, kommen hierher, stehen dann dort am Tor und werden dann von uns angeworben, bekommen direkt eine Beförderung nach wenigen Wochen, einen guten Sold. Wir brauchen sie nicht, aber wir binden sie halt trotzdem. Was ist ein Haufen? Kann man den gebrauchen oder bricht er zusammen, sobald ihm mal jemand in die Flanke fällt? Diejenigen, die du hier siehst, grob 50 Mann, sind ziemlich gut. Die anderen nutzlosen Hunde stelle ich ans Tor. Ja. Ich hatte gehofft, dass ich mal wenigstens hier ein paar Jungs und Damen finde, die mir ein paar Orks umbringen, aber das scheint ja. Ach, diese Mistviecher. Ich töte die immer wieder gern. Naja, also außer die Orks, die Kunkerer unter sich vereint, gibt es in Tobrien keine Orks mehr. Ja, hab ich gehört. Hier in der Stadt sollen welche sein. Im Süden von hier. Sind die zu was zu gebrauchen oder sind die auch nur Futter für die Bauern? Die Orks sind wohl ziemlich mächtig, ja, aber warum sollte ich mich gegen den Nekromantenrat wenden? Ach, das ist doch nicht gegen den Nekromantenrat, wir werden das ein bisschen Spaß haben. Die Orks ein paar Meter zurückdrängen, den zeigen, wer hier das Sagen hat. Könnte tatsächlich ziemlich interessant sein, ja. Zumindest mit den 50 Mann, die du hier findest. Wenn du zumindest uns bezahlen willst. Aber vorher. Was kostet ihr denn? Standardpreis. Ich halte mich an den Consumer Codex weiterhin. Aber trotzdem, ohne die Paraphernalien aus der Villa von Sephorica werde ich zumindest die Anführung nicht machen. Und wenn du tatsächlich gegen die Orks aufbegehrst, kann das sein, dass er die Trollen schickt. Hat wohl eine unsterbliche Krüler dabei, die halb verfault und vermodert irgendwo in den Katakomben und Höhlen herumhängt. Trolle? Das sind interessante Gegner. Alles, was irgendwie pelzig ist, vereint Kunkera unter sich. Ich hatte gehofft, die ein bisschen zurechtzustutzen. Und was ist mit Kunkera selbst? Ist der zu was zu gebrauchen oder versteckt er sich hinter seinen Horden? Teirach-Priester.
Bunkerer Riak Shimorash. Ich glaube, eine gute Lanze durchs Herz würde auch ihm ein Ende bereiten. Ist ausgestoßen. Die anderen Orks hätten ihn sonst nicht geduldet, aber. Ich weiß, ich bin mir gar nicht sicher, ob die Orks wirklich untot sind oder von ihm beherrscht werden oder so etwas, aber vor allem mit seinen Ritualen kann er eine ganze Menge an Geisterkraft entfesseln. Ja, habe ich auch. Ich habe auch schon gehört, dass der Ork gar mächtig sein soll. Ja, ich hatte gehofft, dass er wenigstens die Axt schwingen kann. Mittlerweile, die Kriegsoger hat er wohl alle in die Berge geschickt. Die buddeln da wohl irgendwas bei den Zwergenbingen aus. Zumindest die sind weg. Schade. Also wie hieß das Arschloch nochmal, das dich hier so festhält? Sephoriker. Das musst du mir aufschreiben, das kann ich doch nicht. Das kann ich mir doch nicht merken. Mach ich. Sie schaut sich so ein bisschen um im Rondor-Tempel. Wenn du gerade angekommen bist, hast du Lust, dich zu vergnügen? Immerhin ein echter Mann. Ja, ich würde ja gerne, aber ich habe dafür heute leider keine Zeit. Krieg ruft. Du weißt ja, immer nur eine kurze Pause, niemals eine lange. Die neuen Regeln des Schnitters. Natürlich. Aber deine Herren hier und deine Damen, bring die auf Vordermann. Vielleicht haben wir ja bald was. Mach ich. Du solltest dich übrigens, wenn du so etwas vorhast und gegen weitere aufbegehrst, solltest du dich vor Morkas Schattenschlag hüten. Das ist der Hauptmann der Drachengarde. Wir sind nur die Söldner, aber die Drachengarde sind die Elite-Gardisten. Also Soldaten, richtige. Nur so. Ich habe mich in der Landfahrt nicht vor Soldaten gefürchtet und werde jetzt hier nicht damit anfangen. Ich fürchte mich auch nicht, aber das ist gesunder Respekt. Passt auf, dass gesunder Respekt nicht zu Angst wird. Piss dich. Ich stehe auf und gehe. Sie gibt dir nochmal die Hand. Ja, es war doch eigentlich ganz nett hier. Sinistra! Ja, ich bewege mich dorthin, wo wir die ganzen Goblins gesehen haben. Wenn ich dann dort angekommen bin, möchte ich mir eine dunkle Ecke suchen, in der mich keiner, der irgendwie vorbeilascht oder so, sieht, denn ich möchte gerne einen Zauber sprechen. Ja, dann würfel mal eine Sich-Verstecken-Probe. Mhm. Erleichtert. Nee, erstmal eine Gassenwissen-Probe. Ja. Dann eine Sich-Verstecken-Probe und dann deinen Zauber. Okay, Gassenwissen ganz normal. Gassenwissen plus 3. Wieso plus 3? Ich habe Dings da schwarze Lande. Aber unbekannte Stadt. Okay. Aber sie hat die Karte doch gesehen von der Stadt. Ja, es ist halt trotz. Wenn das nicht klappen sollte, dann sag ich dir warum. Ja, es hat ganz genau gepasst. Ja, du schaust dir gegenüber des Paios-Tempels, des Gebeinhauses, schaust du dir eine dunkle Ecke an und du hast gerade überlegt, ob du hineingehst. Da kannst du erkennen, wie da wohl war das eine Leiche, die da herumlag? Irgendein Untoter, ein kalter Alrik, der da wohl noch Fleisch an sich hatte, der da wohl gerade in die Gasse hineingezerrt wird. Dann kannst du das keckernde Lachen, das grimmige, ja, du erinnerst dich mit einem Schaudern, kannst du das Kichern hören und nimmst dann nicht die Gasse mit den Ghulen, sondern kannst dich hinter ein anderes Fasschen drücken und dich dort dann verstecken. Alles klar, dann schauen wir mal. Ja, das ist eine ordentliche Probe. Dann hast du tatsächlich auch genug Schatten für einen Zauber. Was möchtest du sprechen? Ich möchte den harmlose Gestalt sprechen und mir dabei natürlich Zeit lassen. Du zauberst den in hexischer Repräsentation? Nee, das ist magische Repräsentation. Gut, gilt magisch. Mhm. Wie wirkt sich der harmlose Gestalt aus? Ich erscheine in einer Gestalt, die den Zielen harmlos erscheint. Mhm. Also irgendwie als Krüppel, kleines Kind. Ork. Das bezieht sich genau Ork. Das bezieht sich auch auf die Klamotten, die man trägt, auf die Stimme, mit der man spricht, auf die Bewegungsabläufe und die passende Mimik. Ja, ist das erschwert um Magieresistenz des Gegenübers?
Nein, nee. Es ist eine Illusion. Es geht wie eine Illusion. Illusion und Einfluss. Gut, also, das heißt, die anderen können eine Sinnenschärfeprobe würfeln, um die zu durchblicken? Ich glaube, es ist eine Sinnenschärfe, um zu sehen, dass es eine Illusion ist, und eine Selbstbeherrschung zum Durchblicken. Gut. Das ist mit Realitätsdichte, da müssten wir jetzt nachsehen. Ja, genau, dann die Frage an dich. Die Realitätsdichte ist in diesem Fall 8 Punkte. Und okay. Das Ganze speist sich aus Idaruns Unterbewusstsein. Also sie erscheint automatisch als das, was sie in der Situation als passend empfindet. Ist das nicht das Gegenüber abhängig? Das heißt, der Ork sieht eine Orkin oder ein Kinder-Ork und... Nee, also laut lieber Kanzionus, der Zauber speist sich aus den unterbewussten Ängsten der Hexe, in dem Fall der Magierin, und den Vorstellungen, wie diesen Ängsten zu begegnen ist. Genau. Gut, dann die Frage, wie dein Unterbewusstsein gerne harmlos wirken würde. Eigentlich darf ich mir das nicht aussuchen. Das darf der Meister doch auch ein bisschen vorgeben, oder? Ja, genau, das ist jetzt die Frage an dich, wie du gerne wirken würdest. Was würdest du passend finden? Ich würde passend finden, jemand, der hier in der Stadt umherläuft und generell nicht beachtet wird. Also irgendwer, der zum Beispiel hier sauber macht, die Gassen sauber macht, wenn das irgendwelche Untoten sind, kann das auch irgendwie ein Untoter sein oder irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Battle-Teenager, der hier irgendwie Ratten fängt oder Ghoul-Fallen aufstellt oder sowas. Das finde ich gut. Ja, weil es ist tatsächlich ziemlich schwierig, sich jetzt unter Orks zu verbergen. Ein Ork-Kind wäre sehr auffällig. Eine Orkin wäre auffällig, eine menschliche Gestalt. Also es ist so eine Mischung aus Ghoulfänger. Das hast du ja mittlerweile mitbekommen, dass es die hier gibt. Und ja, als Rattenfänger, so in so einer Art und Weise. Sodass du dann dich hinter deinem Fässchen erheben kannst und quasi verborgen bist. Genau, und in dieser Gestalt... auf meinen Zauber vertrauen, bewege ich mich dann auf diesen Unterschlupf zu. Ja, es ist kein richtiges Viertel, aber es sind wohl mehrere Häuser, die zusammenhängend angebaut worden sind. Du kannst gerade in diesem Innenhof erkennen, wie da wohl Zelte aufgebaut worden sind, die dich dann an ein orkisches Tipi erinnern. Viel, was hier mit Häuten gemacht worden ist. Alles sehr archaisch, möchtest du meinen, und viele Orks, die dann hier herumlaufen, die tatsächlich auch nicht untot sind, aber beherrscht. Das erkennst du an den vielen leeren Augen, an den Abläufen, dass sie auch wenig aktuell einen Eigenantrieb haben, hier Dinge zu tun, außer dann zu essen und am Leben zu bleiben. Dass sie dann hier ihren Lebenssinn so ein bisschen verloren haben. Und dann auch vor einer großen Höhle stehen, die direkt in den Molchenberg führt. Die ist wohl natürlich aus einem Riss entstanden, geweitet. Irgendjemand hat da wohl an diesem gewaltigen Berg dann, sieht so aus, als ob von unten jemand gedrückt hätte, dass es dann diesen Riss dann aufgetan hätte. Und davor stehen dann die Orks im Wache. Ein bestialischer Gestank nach vor allem Ammoniak, also Pisse, die dann hier wohl auch herumschwimmt. Und dem ekelhaften Fell, was auch einfach weiter verwahrlost, wo man sich nicht mehr drum kümmert, weil es den Orks einfach egal ist, während sie dann hier Wache stehen und Felle gerben. Wenn du dich langsam und vorsichtig in Richtung dieser Höhle bewegen würdest, kannst du erkennen, dass die Wachen nicht so aussehen, als ob sie dich da vorbeilassen. Du kannst aus dem Inneren aber hören, wie dort größere Kreaturen herumarbeiten und werkeln. Ja, ich würde nicht versuchen, mich da reinzuschleichen. Ich denke mal, das ist kaum möglich. Würde mich aber im Lager umsehen, dabei immer wieder so vor mich hinmurmeln, beziehungsweise andere furchtsam anmurmeln. Ghule, habt ihr Ghule gesehen? Und dabei die Augen mehr gesenkt lassen. Mich aber trotzdem so aus dem Augenwinkel umsehen und relativ wenig Blickkontakt halten. Also gerade zu den Ork-Wachen.
Ja, es gibt von den Wachen vor allem sowas wie ein Schnauben. Sie schubsen und wehren dich so ein bisschen ab. Also, dass sie dich mit der offenen Hand so ein bisschen wegschubsen. Nicht wirklich, dass sie dich angreifen, aber einfach wegstoßen. Du gehörst hier nicht hin, du hast hier nichts zu suchen und du bist kein Beherrscher von Kunkara. Das erkennen sie. Mhm. Ja, ich würde mich dann trotzdem weiter in diesem Lager umsehen, wenn die nichts dagegen haben. Ich habe das so verstanden, dass die nur am Eingang dieser Höhle stehen. Ja, also da stehen, also an dem Eingang, an diesem Riss in den Molchenberg, stehen dann die Wachen und drumherum in diesem Innenhof sitzen dann sie an irgendwelchen Zelten, an kleinen Lagerfeuern und gerben irgendwas oder gehen irgendwelchen nutzlosen Tätigkeiten nach. Du kannst tatsächlich auch erkennen, dass sie wohl Dinge töpfern. Also da haben sie wohl irgendwie Ton erworben, gekauft, hergestellt und gehen dann grobschlächtig irgendwelchen Ton, irgendwas töpfern sie da. Ja, das sind dann wahrscheinlich diese Behältnisse, die vor Beilung auch vergraben wurden. Ja, also wirklich filigrane Ruhen kannst du daran nicht erkennen, aber zumindest hast du schon davon gehört, dass es wohl diese Krüge gibt, in denen dann die Geistergefäße gebunden werden. Ja, stimmt. Mhm. Gibt es denn irgendein Zeichen, das die alle verbindet? Also haben die irgendwie Runen aufgemalt, die der Beherrschung dienen? Oder haben die irgendwelche, keine Ahnung, Kettchen um mit irgendwelchen Symbolen, die als Gefolgsleute ausweisen? Magiekunde plus 15. Ach, nur eine plus 15, okay. Ja, orkische Magie hat also bisher noch nicht viel mit zu tun. Hat nichts mit magischer Analyse zu tun, nehme ich mal an. Nein. Weil du kein Odem zauberst.